Hallo zusammen, ich bin Lynn und das ist Jonas. Wir beschäftigen uns heute mit der Orientierung auf dem Campus, aka GABF, UB, IC, IB, WTF. Wer mehr als eine Abkürzung verstanden hat, ist für den Campus sehr gut gewappnet. Ja, die Uni ist nun mal einfach riesig. Allein der Campus hier ohne die ganzen Gebäude in der Stadt ist schon 4,5 Quadratkilometer groß. Für die Galileo-Zuschauer da draußen, das sind ungefähr 630 Fußballfelder. Kleiner Spoiler für mindestens die ersten zwei Semester. Ihr werdet euch garantiert einmal verlaufen oder irgendein Seminarraum nicht finden. Ich komme meistens mit dem Fahrrad zur Uni. Das ist auch hier am Campus sehr hilfreich, wenn man von A nach B kommen möchte. Kommt mit! Die meisten Studis kommen mit der U35, dem Bus oder dem Fahrrad zur Uni. Genau, die U35 fährt von Herne aus quer durch Bochum bis zur Uni und endet zwei Haltestellen weiter in der Hustadt. Besonders zu den Hauptzeiten fährt sie wirklich alle 2 bis 4 Minuten, kann aber zwischenzeitlich recht voll sein. Das heißt für euch, besonders in der Rush-Hour solltet ihr einplanen, auch mal 1 bis 2 Züge nicht nehmen zu können, einfach weil kein Platz mehr frei ist. Die U-Bahn könnt ihr genauso wie alle anderen Züge des öffentlichen Nahverkehrs kostenfrei mit eurem Semesterticket nutzen und zu bestimmten Uhrzeiten dürft ihr sogar eine Person kostenlos mitnehmen. Die zweite Möglichkeit, zur Uni zu kommen, ist mit dem Bus. Es gibt eine Bushaltestelle unter dem Unicenter und eine unter der Universitätsverwaltung. Auch diese könnt ihr natürlich mit dem NRW-Ticket kostenlos nutzen. Die dritte Möglichkeit, den Campus zu erreichen, ist mit dem Fahrrad. Solltet ihr mal spontan eins benötigen, gibt es verschiedene Radstationen, an denen ihr euch Fahrräder von Metropolrad Ruhr ausleihen könnt. Und für uns Studis ist die erste Stunde auch kostenlos. Auf dem Campus angekommen, geht die Herausforderung erst richtig los. Wie man sich auf dem Campus orientiert, dazu müssen wir mal von oben schauen. Der Campus lässt sich in 5 Bereiche unterteilen. In der Mitte sind zentrale Einrichtungen, die BIP und die Mensa zu finden. Diesen Bereich nennt man Zentralachse. Dann gibt es die 4 verschiedenen Gebäudereihen, welche immer jeweils mit 2 Buchstaben bezeichnet werden. Es gibt die I-Reihe, das M-Gebäude, die N-Reihe und die G-Reihe. Von der Mitte aus gesehen wird das erste Gebäude immer mit einem A, das zweite mal mit einem B und so weiter bezeichnet. Das erste Gebäude der G-Reihe ist also das GA und das zweite GB und so weiter. In den Gebäuden gibt es jetzt noch zu beachten, dass Etagen mit einer 0 vorne, also zum Beispiel 04, immer unten sind, die Etage 3 hingegen oben. Wenn ihr also einen Raum sucht, zum Beispiel GA 04 149, kennt ihr jetzt das Gebäude GA. Für die Etage 04 müsst ihr nach unten. Die RUP ist an einem Hang gebaut worden. Das sorgt einerseits dafür, dass wir einen schönen Ausblick von der Mensa-Terrasse haben. Andererseits sollte man in den G- und N-Gebäuden wissen, auf welcher Gebäudeseite man sich befindet. Im nördlichen Gebäudeteil kommt man nur bis 04 runter, im südlichen hingegen geht es bis auf 05. Danke für den Tipp. Hanglage, verschiedene Ebenen, Keller. Was mache ich da eigentlich, wenn ich keine Treppen gehen kann? Zugegeben, das kann schon mal etwas schwieriger werden. Aber mittlerweile sind eigentlich alle Gebäude barrierearm. Auf dem Campus findet ihr immer wieder blaue Fahrstühle, mit denen ihr euch von Ebene zu Ebene bewegen könnt. Und auf der Website der Ruhr-Uni findet ihr auch immer Lagepläne für Rollstuhlfahrende. Und wenn ihr mal irgendeinen Ort oder einen Raum nicht finden solltet, kein Problem. Fragt einfach eure KommilitonInnen. Da jeder am Anfang vor der gleichen Schwierigkeit stand, werden sie euch gerne weiterhelfen. Das war's auch schon von uns. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.